Die Polizeinotdienststelle Schießgasse in Dresden hatte unser Amt angerufen und hatte mich davon unterrichtet am Freitag, am frühen Nachmittag, dass ein Kletterer einen Münzschatz gefunden haben soll. Der nächste Anruf erreichte mich ungefähr anderthalb Stunden später. Nun wisse man, worum es sich handelt, und die Polizei würde sich mit mir an einem bestimmten Ort treffen, damit wir dort hingehen und die Fundbergung, so es dann noch weitere Fundmünzen geben würde, vorzunehmen. Es waren Münzen vertreten aus Sachsen, aus Preußen, aus Österreich, aus Pommern, aus Braunschweig und aus Nürnberg. Der damalige Wert, wenn es um eine grobe Schätzung geht, dürfte ca. 40 Taler ausgemacht haben. Das sind, ein Zimmermann hat dafür 100 Tage arbeiten müssen.